Ich bin Kommunikationsfachfrau, bin Leiterin vom Büro Leichte Sprache Basel. Das ist beim Wohnwerk. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ich bin auch Leiterin vom Büro Einfache Sprache Basel. Das mache ich selbstständig. Und ab Januar wird beides unter einem Dach sein, unter einem neuen Label. Ach so, endlich verständlich. Und das mache ich selbstständig dann. Genau. Es geht, wie euch eben schon gedacht habt, um leicht verständliche Texte. Und zu Anfang möchte ich euch gerade mal fragen, was bedeutet denn dieser Satz? Was möchte uns die Person mit diesem Satz mitteilen? Hat jemand einen Vorschlag? Ich glaube, der Antrag gilt. Wer ist dafür, dass er zulässig ist? Wer findet, dass er unzulässig ist? Du musst ihn nochmal stellen, oder? Also es ist eben ganz, ganz fies. Es ist wirklich, es gibt es wirklich. Ich habe das gesehen in einem Schreiben. Man müsste ja, weil es ja da jetzt zwei Verneinungen sind, nicht unzulässig, könnte man die einfach streichen. Dann würde dort stehen, dass eine neuerliche Antragstellung zulässig ist. Aber es heißt ja, wir können Ihnen nicht bestätigen, dass sie zulässig ist. Das heißt, eigentlich haben Sie überhaupt nichts zu sagen. Sie wissen es gar nicht. Und das ist etwas, womit ich sehr oft zu tun habe, dass wenn ich Texte, die in Standardsprache sind, die ein bisschen schwierig sind, versuche, verständlicher zu formulieren, merke ich oft, dass die Tiefe gar nicht da ist. Es klingt irgendwie alles so unglaublich komplex und wichtig und so, aber am Schluss bleibt gar nicht mehr viel übrig. Das passiert mir immer wieder. Man kann Sachen auch wirklich einfacher sagen. Und wenn wir jetzt so denken, bei diesen vielen Verneinungen, die wir da haben, wenn wir da irgendwie an das Nein zur Gegeninitiative des Anti-Ignoranz-Gesetzes oder sowas kommen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass wahrscheinlich viele Leute nicht verstehen, weil es eben mehrere Verneinungen kommen. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Es ist auch leider real. Also das gibt es, ist auch wirklich so geschrieben worden. Und die armen Leute, die da irgendwie gefragt haben, ob sie eine Kostenbegrenzung kriegen können, sind danach wahrscheinlich auch nicht viel schlauer. Ja, das ist jetzt, sind alles zwei Beispiele aus der sogenannten Standardsprache, die in irgendwelchen Behörden Schreiben vorkommen, mit denen wir also verstehen sollen, darauf antworten sollen. Das sind Antworten auf unsere Anträge oder Fragen oder sowas, kommt sowas. Jetzt ist eben die Frage, wer versteht denn diese Standardsprache überhaupt? Und da gibt es natürlich immer wieder viele Studien. Zwei große Studien waren eben, sind jetzt auch schon wieder über 10 Jahre alt. Da hat man festgestellt, da hat man den Leuten so verschiedene Texte gegeben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und hat gemerkt, ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung versteht diese Texte gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, zum Beispiel auch für ein Abstimmungsergebnis. Ob das dann wirklich die Leute das angekreuzt haben, was sie eigentlich gekreuzt hätten, wenn sie gewusst hätten, um was es geht. Genau. Jetzt habe ich immer von Standardsprache gesprochen und ich zeige euch jetzt mal hier in diesem Pfeil, wie man sich das jetzt vorstellen muss, wo man die ansiedeln muss, die Standardsprache. Ihr seht die ziemlich weit rechts, dort, wo es immer schwieriger wird. Ganz links seht ihr die sogenannte leichte Sprache, dann kommt die einfache Sprache, dann kommt die bürgernahe Sprache, die habe ich da jetzt noch reingequetscht, und dann die Standardsprache und die Fachsprache. Ihr müsst euch das jetzt nicht durchlesen. Es ist einfach so, die leichte Sprache, die gibt es nur schriftlich. Das ist ein Hilfsmittel für Menschen mit, vor allem mit einer kognitiven Beeinträchtigung, also Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben mit dem Lesen. Da gibt es ganz feste Regeln und die kommen dann auch wie ein Hilfsmittel daher. Ich habe hier so ein Buch gemacht in leichter Sprache, so ein Vogelbestimmungsbuch. Und da könnt ihr dann auch, wenn ihr wollt, gern mal nachher schauen, wie das aussieht, so Texte in leichter Sprache. Die einfache Sprache, da ist es anders. Die ist nicht nur schriftlich, sondern die ist auch mündlich. Man kann ja auch einfach sprechen. Und die hat die gleichen Regeln wie die leichte Sprache.
Also die einfache Sprache hat die genau gleichen Regeln, nur sie wendet nicht alle Regeln an. Je nach Zielgruppe kann man also den Schwierigkeitsgrad anpassen. Ich komme nachher noch auf die Zielgruppen, kann man also das so einstellen, dass die einfache Sprache kann ganz, ganz, ganz leicht sein, dass sie fast schon wie leichte Sprache ist. Oder sie kann eigentlich wie Standardsprache daherkommen und man merkt gar nicht so, dass es eigentlich sehr leicht ist. Dann sind wir nämlich auch schon bei der sogenannten bürgernahen Sprache. Man kann standardsprachliche Texte, das, was ihr vorhin gesehen habt, kann man sehr wohl so formulieren, dass es immer noch wie Standardsprache klingt, aber es ist sehr viel einfacher. Und dass die Texte vorhin so schwierig waren, liegt auch darin, dass die Grenzen zwischen Standardsprache und Fachsprache sehr schnell verschmelzen oder so sich vermischen. Weil gerade jetzt auf Ämtern und so hat es natürlich viele Juristen, die die Sachen auch juristisch abklären müssen, die dann sagen, nee, wir müssen das so formulieren, sonst ist nicht gut, sonst könnte man das ja falsch auslegen. Und deswegen haben wir sehr oft solche Fachausdrücke drin. Und so die Normalmenschen, die jetzt das nicht täglich damit konfrontiert sind, verstehen das nicht. Und deswegen ist die sogenannte Standardsprache, die eigentlich unsere Hochsprache ist, gar nicht für ganz viele Menschen nicht verständlich. Also sie ist eigentlich vor allem für die Menschen verständlich, die einen gehobenen Bildungshintergrund haben und für ganz viele Menschen nicht. Und die Fachsprache, muss man sich ja immer klar machen, eine Fachsprache ist entstanden, damit sich Fachpersonen besser, schneller verständigen können. Denken wir an Kongress der Herzchirurgen, wenn die jetzt irgendwie alles in einfacher Sprache sagen müssten, dann wären die wahrscheinlich nach 3 Wochen noch damit beschäftigt. Also es ist sehr sinnvoll unter Fachpersonen, aber nicht, wenn es sich an die breite Allgemeinheit wendet. Ich gehe kurz auf die leichte Sprache ein. Die soll vor allem schriftliche Informationen zugänglich machen, weil es geht darum, dass Leute, die sonst immer darauf angewiesen sind, dass andere ihnen was erklären, dass die sich selbstständig informieren können. Das ist also so ein Inklusionsmittel auch, dass Leute, die eben vielleicht in Einrichtungen leben oder so, dass die selbstbestimmter leben können, sich selber informieren können. Da muss man natürlich auch nicht nur Wörter erklären, sondern auch ganze Konzepte. Also wenn wir jetzt mal an eine Krankenkasse denken, die haben vielleicht nie in ihrem Leben selber eine Krankenkasse abgeschlossen, weil das immer für sie gemacht worden ist. Und plötzlich soll man ihnen dann sagen, Krankenkasse, und dann denken die, ja, was ist das jetzt genau? Was, ich muss da jeden Monat was zahlen und ich kriege vielleicht gar nichts zurück? Also das ist ja ein komisches Konzept. Also solche Sachen muss man auch in der leichten Sprache erklären. Die hat, wie ich schon gesagt habe, feste Regeln. Eine Regel ist davon, dass es pro Satz nur eine Information geben darf. Das heißt, man hat nur Hauptsätze, keine Nebensätze und so weiter. Und jeder Satz beginnt auch in der neuen Zeile. Dadurch haben wir wie Listen, weil wir haben keine Textverbünde, also keine Abschnitte mit Texten. Nach dem Punkt geht es nicht weiter in der Zeile, sondern es geht in der nächsten Zeile weiter. Und man muss auch bei solchen Texten sehr darauf achten, dass die gut zu lesen sind. Deswegen, das zeige ich euch auch noch am Schluss schnell, muss man da auch immer drauf achten, wie sie daherkommen äußerlich. Ja, die Zielgruppe hatte ich euch schon gesagt, dass es Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind. Aber es gehören auch viele andere dazu, die davon profitieren können. Natürlich überhaupt Leute, die jetzt Schwierigkeiten haben mit dem Lernen. Auch Leute, die schon bevor sie Sprache gelernt haben, gehörlos waren. Für die ist leichte Sprache auch viel einfacher zu lesen. Zunehmend ein Thema sind natürlich auch Menschen mit Demenz, weil wir immer mehr ältere Leute haben. Und die können dann ja auch davon profitieren, wenn sie noch Texte verstehen können, möglichst lange. Und Aphasie, das ist jetzt ganz laienmäßig erklärt, eine Verletzung in der Gehirnregion, die für Sprache zuständig ist. Und diese Menschen können auch davon profitieren. Also das sind alles Menschen, die geringes Leseverständnis haben, die aber lesen können natürlich. Dann die einfache Sprache, das war das, was zwischen leichter und Standardsprache ist, was so flexibel ist. Die gibt es nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich. Also ich kann mit Leuten, die zum Beispiel eine kognitive Beeinträchtigung haben, die also eigentlich leichte Sprache brauchen, mit denen kann ich einfach sprechen.
Das liegt daran, dass man dann ja hört, wie ich die Sachen betone. Man hört die Satzmelodie. Ich kann die fragen, ob die mich verstehen. Ich merke auch, ob sie mich verstehen. Also da hat man viel mehr Möglichkeiten als im Schriftlichen. Die hat eben wie auch die Regeln der leichten Sprache erklärt, aber nur, wo es wirklich nötig ist, setzt diese Regeln auch nur dort ein, wo es für die Zielgruppe sinnvoll ist. Und dadurch gibt es diese große Flexibilität von der einfachen Sprache. Es gibt also ganz verschiedene Schwierigkeitsgrade von der einfachen Sprache. Da gehören sehr viele verschiedene dazu, die davon profitieren können, von der einfachen Sprache. Zum Beispiel funktionale Analphabeten, das sind also Leute, die haben Lesen und Schreiben gelernt, haben es aber verlernt mit der Zeit, weil es nicht gefördert worden ist, vielleicht zu Hause auch nicht so viel gelesen wurde und so. Und wenn die dann ein Schreiben bekommen vom Amt, sind sie völlig überfordert, weil das viel zu schwierig ist. Natürlich auch Leute aus dem anderen Land, die die Sprache lernen, die können auch profitieren von einfachen Texten. Oder wenn sie so leichte kognitive Beeinträchtigung haben, es gibt ja nicht die kognitive Beeinträchtigung, können sie auch davon profitieren. Auch Kinder, ich hatte erst gedacht, was Kinder, die haben doch Schulbücher, Kinderbücher. Aber eben, wenn das KESB zum Beispiel denen mitteilen muss, Besuchsrecht oder so, dann ist es doof, wenn dann die Eltern das denen erklären müssen, weil die Eltern sind vielleicht ein bisschen voreingenommen, was das angeht. Und dann ist es natürlich gut, wenn sie selber sich informieren können. Aber auch ältere Menschen können davon profitieren. Denken wir jetzt an die zunehmende Digitalisierung. Wir sind immer mehr unsere eigenen Dienstleister. Wir müssen Sachen am Supermarkt einscannen, uns E-Banking machen und so weiter. Und viele sind total überfordert. Und man muss sich ja immer selber informieren. Es gibt ja selten noch wirklich den Austausch, wo man jemanden wirklich fragen kann. Und für die sind dann auch solche einfach formulierten Texte sehr hilfreich. Aber, wie wir eben gesehen haben, auch überhaupt fachfremde Personen, gerade wenn es dann eben so eine Standardsprache ist, wo viele Fachausdrücke drin sind und so Konzepte, die wir nicht verstehen. Also, das ist wirklich eine ganz breite Bevölkerung, die davon was hat, von diesen Texten. Insgesamt achte ich bei leicht verständlichen Texten immer darauf, dass es wirklich korrektes Deutsch ist. Also so, wie es im Duden steht, wie die Grammatik muss korrekt sein und so weiter. Und auch immer dabei denken, es geht um Leute, die erwachsen sind in meisten Fällen. Und insofern geht es auch nicht darum, die dann irgendwie wie Kinder anzusprechen, sondern so, dass sie sich ernst genommen fühlen. Aber die Verständlichkeit ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, ich muss auch manchmal Abstriche machen oder ich muss einfach sehr immer auf die Zielgruppe eingehen, was die jeweils braucht. Was wir eben auch oft haben, es geht nicht darum, dass wir jetzt Standardsprache ersetzen, dass wir alle nur noch in leicht verständlicher Sprache kommunizieren sollen. Das fände ich zum Beispiel ziemlich schrecklich, weil ich unsere Sprache sehr schön finde. Die ist über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden. Aber deswegen sind eben solche Texte sind ein Hilfsmittel oder sind, um einen Text in Standardsprache zu verstehen. Zum Beispiel einen Vertrag oder so, den man dann unterschreiben muss, das standardsprachliche Dokument, aber dass man es versteht, macht man auch Informationen dazu in leichter oder einfacher Sprache. Ich stelle euch jetzt einfach ganz exemplarisch für jede Ebene, die es so gibt, so ein, zwei Regeln vor, damit ihr euch vorstellen könnt, was geht es da eigentlich, was macht die da eigentlich? Also die Zeichenebene ist so die unterste, die rudimentärste Ebene. Und da heißt es zum Beispiel, man soll arabische Ziffern benutzen und nicht die römischen, weil klar, viele Leute wissen gar nicht, was sie mit diesen Buchstaben da anfangen sollen, wie sie die deuten sollen, dass das Zahlen sind und so. Und überhaupt Zahlen ist schwierig manchmal, vor allem wenn so ein mathematisches Konzept dahinter ist. Also man denke an Prozentzahlen, die könnte man dann auch so bildlich veranschaulichen, damit man nicht erst eine Mathematikstunde irgendwie geben muss. Das geht ja auch nicht einfach so. Und so können Sie es vielleicht dann auch, haben Sie eine Vorstellung, dass es sehr viel ist, 90% zum Beispiel. Dann Fach- und Fremdwörter. Das ist für viele Menschen ein Problem, je nachdem, wie gut man sich in der Materie auskennt oder eben nicht. Und könnt ihr es alle lesen? Ja.
Deswegen also sollte man natürlich möglichst schauen, dass man keine Fachwörter, keine Fremdwörter verwendet. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil die haben ja auch einen bestimmten Sinn. Und es gibt auch nicht immer ein entsprechendes Wort, so was jetzt nicht Fachwort oder Fremdwort ist. Und da muss ich es halt erklären. Wenn ich zum Beispiel dieses Wort habe, weiß jemand, was das bedeutet? Also der Arzt sagt, ja, Sie haben Coxarthrose. Genau. Also dann wäre es vielleicht besser, er würde sagen, es ist eine Abnutzung Ihres Hüftgelenks. Und noch besser ist es, wenn er sagen würde, Ihr Hüftgelenk ist abgenutzt. Weil das wird dann viel direkter. Ah, das ist abgenutzt, okay. Jetzt ist klar, ich spüre es ja auch und so. Dann ist es nicht mehr so abstrakt. Dann kommen wir jetzt schon zur Satzebene. Da geht es also um ganze Sätze, wie ich die formuliere. Und da kann ich sehr viele Vereinfachungen vornehmen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel für den sogenannten Nominalstil oder auch Substantivierung. Da macht man Verben, also Tätigkeitswörter, macht man zu Nomen. Also ihr seht hier, ich habe es rot hervorgehoben, Gründung kommt ja von Gründen und Herstellung kommt von Herstellen, klar. Und das kann man mit diesen, indem man das zu Nomen macht, kann man viele Infos in einen Satz tun. Ihr seht, es ist ja ein einziger Hauptsatz. Es wäre eigentlich super, Mensch, toll, so einfach, ein einziger Hauptsatz. Aber das ist eben, das täuscht, weil man hat eigentlich wie Nebensätze zu Nomen gemacht und hat die dadurch reingetan in diesen Satz rein. Und die wichtigste Info, er wurde verurteilt, ist ja eigentlich die wichtigste Info. Das wird so auseinandergerissen durch diese ganzen Infos, die man da noch reingestopft hat. Er wurde wegen da verurteilt. Und die Bezüge sind dann auch nicht mehr ganz klar, weil zu was wurde denn dieser unglückliche Mensch verurteilt? Der muss jetzt, der war ein ganz netter Mensch, jetzt muss der bis ans Ende seines Lebens synthetische Drogen herstellen. Das ist bitter. Also eben, wir wissen nicht mehr, auf was sich das eigentlich bezieht. Und wenn wir das jetzt so ausformulieren mit Verben, dann haben wir plötzlich zwei Nebensätze, was ja eigentlich nicht so toll ist, aber es wird trotzdem verständlicher. In einem zweiten Schritt kann man diese Nebensätze zu Hauptsätzen machen. Dazu komme ich später noch. Jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Phänomen, was wir sehr oft auch in Amtstexten haben. Die Passivkonstruktion. Und auch hier haben wir so eine Mehrdeutigkeit. Wenn die das aktiv ausgedrückt hätten, dann hätten wir vielleicht verstanden, dass die Straftaten nicht von der Polizei verübt werden, sondern dass die diejenigen sind, die das Video überwachen. Aber so haben wir das Gefühl, also so weit kommt es noch. Jetzt brauchen wir schon Videoüberwachung, damit die uns nicht ständig überfallen und so. Also ebenso seht ihr, gibt es ganz viele Missverständnisse. Und für jemanden, der eh schon vielleicht Mühe hat mit dem Lesen, mit der Sprache und so weiter, wird das ganz schnell eine Herausforderung. Ich habe euch vorhin ja gesagt, man kann Nebensätze zu Hauptsätzen machen. Dadurch wird es auch verständlicher. Dann haben wir nicht so lange Schachtelsätze oder Schlangensätze und so. Und hier, das ist auch ein Zitat vom Handelsregisteramt Zürich. Die haben nichts dagegen, wenn ich das sage. Sie haben selber gemerkt, dass es irgendwie alles nicht so verständlich ist. Und da ist es dann so, da geht es um eine Anmeldung, wenn man die später macht, dass man da so Unterschriften beglaubigen muss. Aber muss man die jetzt beglaubigen oder nicht? Also die müssen nur dann beglaubigen werden, wenn man das früher irgendwie nicht schon abgegeben hat, die Unterschrift. Moment, aber vielleicht muss man sie doch beglaubigen lassen, weil wenn der Registerführer Grund hat, eben da diese Echtheit zu bezweifeln. Also es meandert immer so hin und her die Bedeutung. Wir wissen am Schluss gar nicht mehr, wie geht es jetzt weiter? Und wenn wir das alles in Hauptsätze machen, können wir es viel deutlicher machen. Also ich mache einen Hauptsatz. Wann müssen Sie das beglaubigen lassen? Also man hat die Unterschriften noch nicht abgegeben. Oder der Registerführer hat einen Verdacht. Und der untere Satz ist natürlich kein einzelner Hauptsatz, der hat einen Nebensatz. Das ist auch okay. In der einfachen Sprache kann man Nebensätze machen. Aber auf die Weise ist es jetzt schon viel klarer, so
können die Leute viel schneller die Antworten finden, die sie auf ihre Frage brauchen. Genau. Jetzt kommen wir zur Textebene. Das ist noch mal eins weiter oben. Wenn wir erklären und zusätzliche Infos geben, dann ist es natürlich gut, wenn wir auch Sachen aus dem Text rausnehmen können, damit es nicht zu lange wird. Ne? Und deswegen, man kann vieles weglassen, was in der Standardsprache drin ist, in diesen Amtsschreiben und so. Zum Beispiel, was der Adressat bereits weiß. Also, wenn dort steht, wie wir Ihnen bereits in unserem letzten Schreiben mitgeteilt haben. Also, ich kann unzählige Schreiben aufzählen, die so beginnen. Das kann man weglassen. Das ist ja nicht nötig. Es macht alles nur unnötig kompliziert. Oder auch so Floskeln wie, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass. Es wird alles viel umständlicher und das, um was es eigentlich geht, wird unsichtbarer dadurch. Auch überhaupt Wiederholungen, dass man immer noch mal darauf hinweist und noch mal darauf hinweist, macht es nicht unbedingt besser, dass die Leute dann das Gefühl haben, dass sie es besser verstehen. Dafür aber wichtige Entscheidungen, auf die jemand wartet. Also ist mein Antrag jetzt bewilligt worden, kriege ich jetzt Geld oder so. Das wirklich an prominente Stelle, schon am Anfang, so dass er es auch sieht. Alles natürlich, was der braucht, um es zu verstehen. Vielleicht noch eine Zusatzinfo, damit er überhaupt das verarbeiten kann. Und auch, damit er versteht, warum jetzt zum Beispiel der Antrag nicht bewilligt worden ist. Solche Sachen erklären. Die Leute, es ist auch gerade in der bürgernahen Sprache ganz wichtig, dass man die Leute abholt, es ihnen erklärt. Dadurch kann man sich viele Rückfragen ersparen auch. Das ist also sehr ressourcensparend, die leicht verständliche Sprache. Und was auch noch so ein Phänomen ist, wir haben ja alle in der Schule gelernt, ja, macht Texte interessant, nehmt immer andere Wörter, nehmt immer nicht immer die gleichen Wörter, das wird langweilig. Jetzt habe ich hier so einen Text von Coop, ist der, für die Ausbildung ihrer Lehrlinge. Und die haben auch gemerkt, dass es irgendwie nicht gut verstanden worden ist. Da haben sie für ein Wort, nämlich für die Regeln, haben sie vier verschiedene Wörter benutzt. Und da hat man am Schluss das Gefühl, man muss vier verschiedene Dokumente durchlesen, damit man irgendwie diese Hygieneregeln versteht. Aber es geht eigentlich nur um ein Dokument, nämlich die Hygieneregeln. Und wenn man einfach nur das immer nehmen würde, würde es vollkommen ausreichen. Ganz niedlich finde ich auch noch, das Nicht-Einhalten der Vorgaben hat Konsequenzen zur Folge. Also Konsequenzen und Folge ist ja eh schon das Gleiche. Ne? Also solche Sachen, das sind so Floskeln, die kann man wirklich ganz anders schreiben und dann ist es auch viel verständlicher. Dann Gestaltungsebene ist auch sehr wichtig. Hier gibt es natürlich auch verschiedenste Regeln. Eine wichtige Regel ist, dass man eine gut lesbare Schrift benutzt. Meistens ist es eine serifenlose Schrift. Serifen habe ich jetzt da am Rand erklärt, was das ist. Das sind diese kleinen Fortsätze an den Buchstaben. Times New Roman kennt ihr vielleicht. Das ist oft so eine Standardschrift. Die hat eben diese Füßchen. Die eignet sich jetzt nicht so gut. Besser ist so Arial zum Beispiel. Und Schriftgröße ist auch gut, wenn die Schriftgröße groß genug ist. Das gilt jetzt nicht nur für Leute jetzt mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die oft auch eine Sehbeeinträchtigung haben, sondern auch für Leute, die vielleicht neue Schrift lernen, die also vielleicht Arabisch vorher geschrieben haben und jetzt lateinische Buchstaben lernen. Es ist ganz schwierig, wenn man das in so einer kleinen Schrift lesen muss. Es ist besser, wenn es größer ist. Dann, wenn ihr was hervorheben wollt, nicht in Großbuchstaben, weil das kennt ihr vielleicht, das hat immer so diesen Schrei-Effekt, ich schreie jemanden an. Und es hat auch noch so ein Potenzial von Missverständnissen. Ich zeige jetzt hier zum Abschluss noch drei Beispiele, wie durch, wenn man nicht mehr erkennen kann, wo ist die Groß- und die Kleinschreibung, können sich plötzlich ein ganz anderer Sinn ergeben. Also Groß- und Kleinschreibung ist wichtig. Genau. Wie gesagt, ab Januar wird alles unter einem Dach sein, unter dem Label Ach so. Bis dahin bin ich aber gut erreichbar über die Adresse, die ich auch dort angegeben habe auf meiner Visitenkarte. Ich habe hier noch Bücher. Die Postkarten sind alle gratis, könnt ihr gerne mitnehmen. Buch kostet 15 Franken heute, Sonderpreis für Morning People.
Genau, und da steht dann auch noch meine Adresse, die neue Adresse auch schon drin. Die funktioniert auch schon. Also man kann schon eine Mail schreiben und so. Ich habe jetzt einfach nur eine Landingpage gemacht. Genau, und dann findet ihr Texte und Weiterbildung in leichter, einfacher und bürgernaher Sprache. Aber ich mache das eben ja schon sowieso. Also es gibt es auch jetzt schon. Genau, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ich heute reden durfte hier. Ja, und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können.